Ja, hallo, wieder mal der Toni vom Team Kellerbuch. Wieder mein Video zum Thema Auswertungen und diesmal speziell zum Thema Ausgangsrechnung. Ich habe mir da drei Fragen notiert, die ich immer wieder gestellt bekomme. Und zwar, wo sehe ich bei den Ausgangsrechnungen, welche Belegposten da auf dem jeweiligen Beleg oben sind? Die zweite Frage, die sehr häufig oder zumindest einmal im Monat gestellt wird, ist, wo sehe ich denn bei den Ausgangsrechnungen die Netto-, Brutto- und speziellen Mehrwertsteuerbeträge? Und ein dritter Punkt, der auch immer wieder gefragt wird, ist nach den Zahlungsarten, wo sehe ich denn bei den Ausgangsrechnungen, wie die gezahlt wurden? Das geht folgendermaßen. Wir klicken dazu in die Gruppe Auswertung und Statistik. Und da gibt es einen eigenen Punkt mit dem Namen Ausgangsrechnung. Wir suchen uns jetzt den gewünschten Zeitraum heraus, das gewünschte Monat, in dem Fall nehme ich den April. Und habe jetzt schon mal in dieser ersten Übersicht automatisch folgende Information. Ich sehe immer das Rechnungsdatum, ich sehe die Belegnummer, ich habe hier meine Kunden, ich sehe die Debitorennummern und dann alles zum Thema Beträge finden wir hier ab der Mitte mit Rechnungsbetrag netto, Umsatzsteuer, Rechnungsbetrag brutto. Dann sehen wir auch gleich sofort, was ist davon offen, welche Rechnungen, welche sind bezahlt und dann noch, wen bezahlt, ob sie mit Kassa oder via Bank bezahlt wurden. Das ist einmal gleich die erste Information, die ich bekomme, wenn ich auf Ausgangsrechnungen klicke. Jetzt zu diesen drei speziellen Fragen. Dazu macht man bitte Folgendes. Wir haben hier in dieser Minisymbolleiste da oben dieses Druckersymbol. Und neben dem Druckersymbol gibt es einen kleinen schwarzen Pfeil. Wenn ich diesen anklicke, dann habe ich da vier ganz interessante Berichte und schon mit den ersten drei kann ich diese Fragen beantworten. Nämlich Punkt 1, Ausgangsrechnungen mit Belegposten. Es entstehen jetzt immer PDFs. Ich werde diese PDFs einmal oder dieses erste PDF ein bisschen vergrößern und ein bisschen einzoomen. Und dann sehen wir eben jeweils Datum, wir sehen die Belegnummer, wir sehen die Debitorennummer, vielleicht gleich der Ansprung auch zum jeweiligen Erlöskonto. Da gibt es mehr im Video Buchhaltungseinstellungen dazu. Und dann haben wir, wie man das da bei anderen Rechnungen sehr gut sieht, zum Beispiel hier zwei Belegposten in dem Beleg drinnen, einmal mit 20, einmal mit 13%. Also damit, mit diesem Bericht, sehe ich das sehr schnell und sehr einfach. Der zweite Bericht, wie gesagt, der sehr oft jedes Monat verlangt wird, ist derjenige, wo wir zum Schluss dann sehen, welche Beträge netto oder wie viel macht es netto aus, wie viel macht es brutto aus, nämlich in Summe und was ist davon 10, 13, 20% Mehrwertsteuer. Dazu bitte verwendet ihr wieder dieses kleine Symbol und verwendet den Bericht Nummer 2, nämlich Ausgangsrechnungen. Auch hier wieder entsteht ein PDF und wir haben, wenn ich es ein bisschen vergrößern darf, auch hier wieder zusammengefasst die Tagessummen, die jeweiligen Belege, die Kunden. Aber die von euch gewünschte Information finden wir hier ganz, ganz unten. Da ist sie auch schon. Nämlich, was war mit 10%, was war mit 13%, mit 20%, die Nettowerte, die Umsatzsteuerwerte und dann die Bruttowerte. Also, das ist der Bericht Nummer 2, Ausgangsrechnungen, wo wir diese Information per Knopfdruck erhalten. Dritter und letzter Punkt ist, ja, genau, die Sache mit den Zahlungsarten. Weil es gleich gut passt. Auch das finden wir hier in diesen Ausgangsrechnungen ein letztes Mal da auf dieses Druckersymbol oder genau gesagt auf diesem schwarzen Pfeil. Und da gibt es jetzt den dritten Bericht mit dem Titel Ausgangsrechnungen je Zahlungsart. Auch hier entsteht wieder ein PDF und da geht schon los. Ich sehe alle Zahlungsarten zusammengefasst, also zunächst alles, was mit Bankomatkarte bezahlt wurde. Jetzt werde ich ein bisschen weiter nach unten springen. Dann alles, was mit Bargeld bezahlt wurde, alles, was mit Kreditkarte bezahlt wurde, aber natürlich nicht nur die registrierkassenpflichtigen Zahlungen, sondern wenn es auch gibt, zum Beispiel Nettokasse, also eine Kreditrechnung oder 14 Tage Netto. Also das ist zu finden in diesem Bericht Ausgangsrechnung je Zahlungsart. Das war es auch schon wieder. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Tschüss.